Wir haben einen sehr schönen Nektarin-Pfirsichbaum. Und die Früchte von diesem Baum, die können momentan sehen, die sind sehr groß. Leider in diesem Frühling war Frost. Und wir haben sehr wenig Früchte in diesem Jahr. Die sind groß, die sind sehr süß, aber zu wenig. Naja, es ist nicht jedes Jahr selbe. Schade natürlich, aber nichts zu machen. Und es gibt eine Methode, vom Kern den Baum selber ziehen. Ich habe selber noch nicht probiert, aber ich habe die Beschreibung auf dem YouTube-Kanal gesehen bei einem Gärtner. Und es wäre schön, noch so einen Baum zu haben, weil die Früchte, die sind extrem süß, butterweich, wie Honig süß, kann man nicht beschreiben, was für wunderbare Aroma und Geschmack sind bei diesen Pfirsichfrüchten. Da wachsen meine Gurkenpflanzen. Zeige ich näher, die blüten voll, die geben schon Ernte ab. Also total schön. Da kann ich meine Paprikapflanzen zeigen. Die Pflanzen sind irgendwie auch Riesenpflanzen. Nur zwei oder drei Pflänzchen sind klein geblieben. Die anderen sind schon fast halb Meter groß. Aber ob da viel Ernte gehängt, da kann ich noch nicht sagen. Da sehe ich zwei Stück, da sehe ich drei Stück, aber noch nicht mehr. Schauen wir mal, was im später passieren wird. Ah, aber bei den ersten total, die ich von Anfang an die gepflanzt habe, da sieht man sie. Und da sieht man eine ganz kleine, total, total kleine gelbe Zucchini. Und daneben eine bisschen größere, so 10 cm lang ungefähr, aber noch auch ganz klein, dünn. Und nebendran, bei gelber Zucchini, ist noch eine Pflanze, das ist grüne Zucchini. Aber das ist so riesen geworden. So riesen Zucchinis habe ich nicht gehabt. Und das ist grüne Zucchini, sehe ich schon nach kleinsten Zucchini, die da unten sind. Sommerazaleen. Die sind wirklich schöne Blümchen mit verschiedenen Farben. Und da sind noch Apfelbäume. Die haben ganz schöne Ernte, wenn sie nicht alle runterfliegen werden wegen Würmer. Das hängen, viele Äpfel hängen. Und bei anderen Baum auch. Da sind so grüne Äpfel. Der dritte Baum ist kaputt. Und der vierte Baum hat Äpfel, aber wenig. Und welche Sorte da sind, habe ich keine Ahnung. Den Kübeln wächst bei mir Oregano, auch Oregano. Und waren die Salaten, aber die sind jetzt schon groß geworden. Und ich habe die gelassen. Das ist Roma-Salat, für Samen gelassen. Lolo Rosso, brauner Salat, da total groß geworden, hochgewachsen. Schnittsalat, auch schon bildet Blümchen oben,
Und dann noch hier ist Eisbergsalat. Aber den kann man noch essen, obwohl der innen sieht noch gut aus. Das ist eine Lilie. Ich mag so Edelblumen. Da sind wir im Gewächshaus mit Tomaten. Da vorne mehrere Tomaten hängen. Weiter, wenn man sieht, da ist auch, kann man so sehen, genug Tomaten hängen auf der Seite. Vielleicht muss man von der Seite kommen. Da sieht man, mache ich das Bild ein bisschen weiter. Da kann man auch hängende Tomaten, große Riesenfleischtomaten sehen. Und weiter auch, aber weil die grünen Blätter, da verstecken sich diese Tomaten. Aber ich sage, das ist keine schlechte Ernte. Und im Gewächshaus ist Grasabdeckung. Ich habe zuerst wollte weniger machen, habe Angst bekommen. Da hat man gesagt, die Tomaten werden keine Ernte geben, wenn ich zu viel Gras mache. Aber das war nicht wahr. Da kann man sehen, obwohl ich viel Gras gebracht habe. Ihr könnt mal sehen, da zurück schalte ich jetzt, da hängen riesen Tomaten und genug. Also ich weiß nicht, ob das, ich habe auf jeden Fall, ich bin zufrieden, habe immer so ungefähr solche Ernte gehabt, vielleicht ein paar Tomaten habe ich mehr. Ich weiß nicht, aber ich bin sehr zufrieden, wie viele Tomaten da hängen. Da kann man schauen, wieder der Weg. Von der Seite wachsen Salate. Sehr viel Unkraut zwischendrin. Bin ich nicht dazu gekommen, um sauber zu machen. Wirklich, wissen Sie, ich bin so froh, dass ich diese Abdeckung habe. Sonst wäre bei mir überall voll Unkraut. Und hier ein bisschen Petersilie. Da habe ich Unkraut weggetan. Und da ist Pfirsichbaum, aber von der anderen Seite. Wachsen Gurken und so kräftige Pflanzen. Und natürlich, Sie haben bestimmt schon gesehen, ich habe genug Gurken. Ich habe Gurken schon mariniert, Salate gemacht. Salate nicht nur für jetzt verzehren, sondern und für Winter. Hinter Gurken wachsen, da sind 5, 6 Kartoffeln. Und zwischen Gurken und Kartoffeln ist noch wachsen noch Erbsenpflanzen, aber die sind schon gelb geworden. Und da ist der Weg bedeckt mit Gras. Da rechts ist Gewächshaus und da hinten ist Kartoffeln. Und links sind da Gurken geblieben. Und Erbsen sind schon alt. Ich habe nicht alle gegessen, aber die werden jetzt reif und die kann man dann verwenden für Samen oder so essen. Die Bedeckung und jetzt mein Paprikabeet. Da zeige ich Ihnen. Die Pflanzen sind ziemlich groß. Da sind Riesen.
Erdbeeren, da sind auch große Kartoffelpflanzen. Da ist alles bedeckt, aber die Grasabdeckung zwischen Paprikapflanzen ist schon wenig geworden. Und bei größten Pflanzen kann man sehen, da hängen schon die Paprikas da oben, weil die sind alle da auch alles grün. Blätter sind grün, Paprika sind grün und man sieht schlecht. Also, das ist die Paprika. Große Pflanzen und ob genauso große Ernte wird, schauen wir mal später.